Es wird schwierig. Es ist ein Wahlergebnis, was zu erwarten war, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Und ich denke, dass wir bis spät in die Nacht warten müssen, um überhaupt Aussagen über mögliche Koalitionen machen zu können. Die SPD hat ja jetzt auch kein herausragendes Ergebnis gehabt. Sie sind auch ungefähr in unserer gleichen Höhe, um die 25%. Und am Ende geht es darum, wer kann die Brücken bauen zwischen den unterschiedlichen Parteien. Ich glaube, bis morgen früh, bis die vielen, vielen Briefwähler ausgezählt sind, wird sich das Ergebnis in jedem Fall noch mal verändern. Und deshalb bin ich da relativ leidenschaftslos, sage, wir müssen abwarten. Ich glaube, die CDU wird diese Wahl gewinnen.